Liebe Zuschauer, das neue Jahr, es verfliegt ja regelrecht. Die erste Hälfte des Januars ist ja fast schon wieder rum. Und wir wollen an dieser Stelle gerne Ihnen so ein paar Highlights der Kulturfabrik hier im Bürgerzentrum Braugasse 1 in Hoyerswerda des ersten Halbjahres näher bringen. An meiner Seite ist KUFA-Chef Uwe Proksch. Bevor wir aber auf 2017 schauen, vielleicht ein ganz kurzes Statement. Wie ist denn das vergangene Jahr hier an zentraler Stelle in der Altstadt gelaufen? Ja, also wir waren sehr zufrieden. Es ist ja nur das erste komplette Jahr an diesem neuen Ort. Und wie gesagt, also eigentlich hat sich alles, was wir so erhofft haben, erfüllt aufgrund dieser zentralen Lage. Die Leute sind da weiterhin neugierig, die kommen in das Haus, die nutzen die Angebote, die Veranstaltungen, Kurse, Kino, alles Mögliche. Die ganze Kinder- und Jugendarbeit ist sehr gut angelaufen und funktioniert auch sehr gut in den Räumlichkeiten. Wie gesagt, das Schöne ist, dass man einfach jetzt viele Räume hat, in denen man auch parallel was machen kann und wo es sich nicht überschneidet. Und was auch schön ist, dass wir sozusagen diesem Begriff des Bürgerzentrums da wirklich sehr nahe gekommen sind, indem eben über 80 Partner das Haus mitgenutzt haben. Ne? Also nicht nur wir haben was hier drin gemacht, sondern ganz viele andere. Und dafür ist es gebaut und dafür ist es da und das ist schön, dass es funktioniert. Jetzt wollen wir aber dennoch auf das Angebot der Kulturfabrik schauen. Das erste Halbjahr, das Programm steht und es geht ja gleich mit richtigem großen Konzertkracher los. Ja, es sind einige in diesem Jahr dabei, die wir nach Hoyerswerda gekriegt haben. Also wir fangen mit Dekadenz an. Ne? Das ist ja die erste Band gewesen, wo Olaf Schubert getrommelt hat und groß geworden ist eigentlich. Dann haben wir aus Wien eine Falco-Show. Also das ist was ganz Authentisches. Ja? Das sind alles Original-Wiener, die das machen. Also da freuen wir uns sehr drauf. Die geben nur 3 Konzerte in Deutschland. Eins davon halt hier in Hoyerswerda. Hoffen wir, dass das gut funktioniert. Ja, dann ist es wie immer bei uns in diesem Zwischenbereich. Also Thomas Rühmann zum Beispiel kommt wieder mit einem sehr schönen Programm. Die Seilschaft wird spielen zum Gundermann-Geburtstag, was wir ja jedes Jahr begehen in dieser Stadt und diesmal halt mit seiner Originalband. Ja, und so geht das eigentlich das ganze Halbjahr weiter. Muss man einfach auf unsere Homepage gucken. Genau. Es wird eine Mischung sein aus Dingen, die man schon ganz lange macht und vielleicht auch das ein oder andere Neue. Da werden wir dann gleich noch zu sprechen drauf kommen. Der Filmball wird aber auch wieder eine Veranstaltung sein, ein Höhepunkt im ersten Halbjahr. Wir hoffen, dass er ein Höhepunkt wird. Also wir sind noch in der Planung. Der ist ja sozusagen die Fortführung der Prohibition. Party unter neuen Bedingungen halt, ne, und dementsprechend ein bisschen angepasst und ja, der wird am 4. März stattfinden und ja, demnächst wird man auch wissen, was da passiert. Jetzt machen wir mal einen ganz großen Sprung schon in den Juni. Da wieder angesagt der Kunstlandstrich. Ja, der ist ja alle 2 Jahre dran, immer im Wechsel mit dem Kunstmarkt. Und dieses Jahr ist halt wieder Kunstlandstrich. Und ja, wir wünschen uns, dass wieder so viele Partner und Einrichtungen mitmachen, so viel wie möglich. Und können nur auffordern, sich bei uns anzumelden. Auf der Homepage sind auch die Unterlagen schon abzurufen, Anmeldungsscheine und so weiter und so fort. Und dadurch hoffen wir einfach, dass es wieder groß und bunt wird. Geht also schon ab sofort und fast schon Ende des ersten Halbjahres im Programm, da freuen sich sicherlich viele drauf, weil das inzwischen ja auch Leute aus nicht nur der nächsten Nähe, sondern von weiter her anlockt, das große Straßenfest. Genau, Straßentheaterfest, das ist auch wieder im Juli. Wie gesagt, wir hängen ja da immer so ein bisschen an den Görlitzern mit dran, an dem Viatea, damit wir einfach ein bisschen kostengünstiger an Künstler rankommen und deswegen richten wir uns immer nach denen und die haben es halt wieder dieses Jahr sehr zeitig, im Juli, gleich am Anfang der Ferien, aber gut, mal gucken, können wir jetzt natürlich noch nicht sagen, wie wir dann abbekommen. Das hängt immer davon ab, wie die Programmplanung in Görlitz funktioniert und läuft. Aber ich denke mal, das wird wieder ein schönes, großes, buntes Spektakel. Wollen wir zum Abschluss noch ein bisschen über die Kinder- und Jugendarbeit sprechen? Da wird es ja auch ein neues Projekt hier im Haus geben. Da wird es einiges Neues geben. Wir haben ja auch eine neue Mitarbeiterin jetzt Gott sei Dank seit Anfang Januar wieder einstellen können, sodass auch dieser Bereich wieder gut besetzt ist mit der Ina Züchner. Und ja, da sind natürlich die ganzen Veranstaltungen, Kurse, die Projekttage mit den Schulen, die wir machen. Wir beteiligen uns zum ersten Mal an dem neuen Oberlausitzer Kinderliederfestival, was es geben wird. Das haben alle soziokulturellen Zentren gemeinsam entwickelt und wir sind halt ein Bestandteil davon. Und da wird es im Anfang Februar 2 Konzerte, ein Workshop und wir haben da zusätzlich noch Gerhard Schöner am Sonntag mit eingekauft, so dass das rund ist. Ja, da beteiligen wir uns halt auch damit dran und sind da ein Bestandteil. Also, es ist eine ganze Menge los, hier alles zu nennen. Fehlt uns jetzt einfach die Zeit. Es gab ja schon den Hinweis, einfach mal ins Internet gucken. Und es gibt ja auch einen schönen Flyer, da ist das ganze Jahresprogramm schon mal abgedruckt, wer also nicht ins Internet gehen will. Dann danke ich ganz herzlich, wünsche viel Erfolg, dass auch alles, was ihr anbietet, rege genutzt wird. Ja, und wie sagt man so in der Kunstszene, toi, 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 für das erste Halbjahr 2017. Euch auch alles Gute. Danke.